Ja, hallo, mein Name ist Markus Schweighöfer. Ich arbeite bei der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Lindau als Angestellter im fachlichen Naturschutz. Meine Aufgaben im fachlichen Naturschutz sind sehr vielgestaltig. Ein Schwerpunkt bei uns, ein wichtiger, das ist der Bayerische Vertragsnaturschutz. Das heißt, wir machen Verträge mit Landwirten zur extensiven Bewirtschaftung, zur Förderung der Artenvielfalt. Und ein weiterer Schwerpunkt kann sein die Bayerische Kompensationsverordnung, wo wir Biotope neu anlegen und zum Beispiel extensive Wiesen neu schaffen oder Bäume pflanzen, häufig als Streuobstbäume, zur Aufwertung vom Landschaftsbild. Der Wechsel zwischen Wald und Offenland macht unseren Landkreis aus. Sorgt dann auch dafür, dass wir eine hohe Artenvielfalt haben. Und diese Artenvielfalt zu erhalten, das gelingt im Rahmen der Biotopvernetzung und im Rahmen einer großflächigen Gestaltung der Landschaft. Ja, meine Motivation rührt aus meiner Kindheit. Ich habe entlang von Wildbächen gespielt, auf Streuwiese, auf Weidefläche. Ich habe mit Rindern Kontakt gehabt bei der Nachbarschaft. Und das hat mich in meiner Kindheit geprägt und motiviert mich bis heute, die Lebensräume, die damals noch existiert haben, auch zu erhalten und weiterzuentwickeln. Eine große Herausforderung in der Bayerischen Naturschutzverwaltung ist meines Erachtens der Artenrückgang. Da haben wir zwei Dinge, die meines Erachtens am wichtigsten sind, nämlich die Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft vor allem und die Nutzungsauflassung, das heißt Biotope, zum Beispiel Feuchtbiotope, die häufig nicht mehr gemäht werden, wo wir wieder durch Nutzung eine höhere Artenvielfalt schaffen können. Ich bin ein Naturtalent, weil es mir als geduldiger, optimistischer und kreativer Mensch immer wieder gelingt, unlösbare Probleme im Naturschutz mit einfachen Mitteln praktisch zu lösen.